Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Frau Kunert, um es gleich vorweg zu sagen, wir wollen es nicht. Wir wollen, dass wir eine starke Bundeswehr haben. Ich bin stolz auf unsere Bundeswehr und die Leistung, die sie vollbringt. Und wir wollen, dass unsere Bundeswehr auch mit technologischen Fähigkeiten, die in Deutschland entwickelt und weiterentwickelt werden, kämpfen kann, wenn es notwendig ist. Wir haben ja mal wieder in neuem Gewand den Antrag, der sich eigentlich um Rüstungsexport dreht. Im Export von Rüstungsgütern und einmal mehr versuchen Sie hier das Bild zu zeichnen, als ob wir leichthändig in der ganzen Welt Waffen und technologische Fähigkeiten verbreiten würden. Sie wissen genau, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn Sie bündnisfähig bleiben wollen im westlichen Bündnis, und das ist notwendig für Deutschland, weil wir es alleine nicht gewährleisten können, dann müssen Sie natürlich auch technologisch was zu bieten haben, gerade wenn Sie ein Hochtechnologiestandort sind wie Deutschland. Es ist abenteuerlich, hier zu versuchen, zu deindustrialisieren und in irgendeinen Kuschelzustand da zu kommen. Wenn wir technologisch spitze sind und das auch können im Bereich der Sicherheits- und Wehrindustrie, dann müssen wir das fördern und müssen ihnen auch gelegentlich beim Export helfen, weil unsere eigene Abnahme nicht mehr hinreicht, um eigene Kernfähigkeiten zu erhalten. Sie wissen genau, dass alle Entscheidungen zum Export von Rüstungsgütern Einzelfallentscheidungen sind, dass sie in einem dichten Netz rechtlicher Regulierungen stattfinden und dass wir weder in Gebiete, wo es droht, ein Angriffskrieg vorbereitet zu werden, oder auch in Länder, wo der hinreichende Verdacht besteht, dass die Mittel zur Repression und sonstige Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden, besteht. In Saudi-Arabien, wenn Sie mal ein bisschen was zur Kenntnis nehmen würden und aufpassen würden, würden Sie klüger reden können. Sie wissen, dass wir in Saudi-Arabien im Wesentlichen dafür Sorge tragen, zum einen, dass die Grenzen gesichert werden können, was ein selbstverständliches Recht eines jeden Staates ist und was eine ausgesprochen friedensstiftende Wirkung hat. Viele der Konflikte, die wir gegenwärtig in Afrika erleben, hängen damit zusammen, dass Grenzen nicht kontrolliert werden können und Grenzen nicht geachtet werden, sondern dort willkürliche Linien sind, die nicht gescheit kontrolliert werden können. Wenn Sie weiter aufgepasst hätten, dann wüssten Sie, dass wir mit der Verstärkung der Schiffe dort zur Küstenwacht einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die internationale Handelswege, dass der internationale Seeverkehr vor Bedrohungen von Piraten, Salafisten und allen möglichen Hasardeuren und Verbrechern, die da unterwegs sind, geschützt wird. Und das ist natürlich für uns als Deutschland ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind als eine führende Welthandelsnation natürlich auf Freiheit der Handelswege angewiesen und müssen dazu auch unseren Beitrag leisten. Und wenn das mit deutscher Technologie geschehen kann, weil sie nachgefragt wird, nicht weil wir sie irgendjemandem aufdrängen, dann bin ich stolz darauf als deutscher Abgeordneter. Genauso wie wir in anderen Hochtechnologiebereichen weltweit führend sind und deshalb die Produkte, ob das Autos oder Werkzeugmaschinen sind, reißenden Absatz finden, sind wir eben auch in dem Bereich gut. Und dass wir nur Dritte sind in der Statistik und dass wir nur Dritte sind in der Handelsstatistik, zeigt, dass wir sehr zurückhaltend damit umgehen. Denn sonst würden wir den Kampf um die Spitze hier mit Platz 1 und 2 den USA und der Sowjetunion sicher leicht aufnehmen können. Die politischen Grundsätze, nach denen wir das alles handhaben, sind übrigens unter rot-grüner Regierungszeit grundgelegt worden, aufgestellt worden. Die gelten nach wie vor. Und Sie wissen, dass es eine bemerkenswerte Kontinuität in diesem Bereich, wie generell in der Außenpolitik, gibt bei uns. Es geht ja um Ihr grundsätzliches Nein gegen Militär, zumindest für Deutschland. Ob Sie das in anderen Teilen der Welt genauso sehen, weiß ich nicht. Ich erinnere mich noch an viele Rufe von Ihren Vorgängerorganisationen, die man ja nun ohne Probleme als fünfte Kolonne der Sowjetunion hier im Land bezeichnen konnte, die alles Mögliche, was an Interventionen seitens der Sowjetunion in der Welt stattfand, an Menschenrechtsunterdrückung fröhlich bejubelt hat und ansonsten hier das Geschäft im ideologischen Kampf für die falsche Seite besorgt hat. Ich will
Ich will Ihnen mal zeigen, wie weit wir da mit unserer Zurückhaltung gehen. Nehmen Sie mal die Republik China, Taiwan, freies Land, ein Leuchtturm der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Asien. Und wir liefern nicht dorthin. Die USA tun es, glücklicherweise will ich dazu sagen, sonst hätte Taiwan wahrscheinlich schon das gleiche traurige Schicksal ereignet wie Tibet. Ich will Sie, wenn Sie hier im Bundestag immer wieder diese Platte auflegen, auch mal daran erinnern, was wohl Ihre Kollegen vor Ort in Wolgast dazu sagen, wenn eben der Auftrag nicht gekommen wäre für die saudischen Schiffe, für die Grenzpatrouillenschiffe, die wir dort ausstatten, dann wären da die Lichter ausgegangen und die Werft wäre zu heute. Natürlich geht es darum, und Sie müssen einfach mal sich daran gewöhnen, dass Sie Wirklichkeit zwar immer wieder abstreiten können, aber die Wirklichkeit mächtiger ist als Ihr Gerede, und Sie deshalb einfach den alten Grundsatz beherzigen müssen, schauen sich die Wirklichkeit an und dann sehen Sie, was Not tut. Wir haben eine Situation gegenwärtig, wo wir uns ja nicht beklagen können, an Mangel an außenpolitischen Brennpunkten. Wir haben einen Angriff auf die Ukraine mit der Annexion der Krim und der anhaltenden Destabilisierung der Ostukraine, und dort kämpfen russische Kräfte, was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn sich die Ukraine seinerzeit nicht darauf eingelassen hätte, gegen Garantie auf die eigenen Atomwaffen zu verzichten. Dann wäre so ein Angriff nicht so leicht physisch erfolgt. Wir erleben, dass wir gewaltige Herausforderungen haben in puncto Sicherheits- und Verteidigungsfragen, wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir nach Middle East schauen, in den Mittleren Osten, und sehen, was dort von Kräften, die, wie hat es Cem Özdemir mir gesagt, wahrscheinlich nicht im Stuhlkreis zu bewegen sind, sondern nur mit Waffengewalt, mit welcher Brutalität und Rigorosität IS und andere Boko Haram dort vorgehen. Und dann können Sie weiter Ihre Träume träumen von Schwertern und Flugscharen und Winzermessern. Sie werden dort nichts erreichen mit Flugscharen und Winzermessern. Sie werden das Schwert und das Feuer brauchen, um das zu beenden. Ich will, um das Thema noch etwas auszuweiten, im Gegenteil sagen, dass wir eigentlich uns überlegen müssen, tun wir genug für Verteidigung. Und ich bin den Kollegen von der CSU, ist leider kein CSU-Redner, heute angemeldet, dankbar, dass sie auf ihrer Klausurtagung dieses Thema in den Mittelpunkt gerückt haben. Wir sind weit entfernt von unserer Verpflichtung von 2% des BIP, die wir in der NATO eingegangen sind, auszugeben für Verteidigung. Wir erleben, dass Länder, die immer der klassische Inbegriff von sogenannten Friedensländern waren, die wenig Wert auf militärische Stärke gelegt haben, wie Schweden und Finnland darüber nachdenken und auch schon daran gehen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, weil die Bedrohungslage in der Welt größer geworden ist. Und in einer solchen Situation kommen Sie mit dem Vorschlag, dass wir unsere Rüstungsindustrie abschaffen. Wir sind stolz und froh, dass wir sie haben, und wir versuchen, ihr zu helfen, wo wir können. Wir dürfen es nicht zulassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir schutzlos werden und dass wir keine Bündnisfähigkeit mehr haben. Letzter Gedanke: Wir haben alle miteinander im Januar der Befreiung von Auschwitz, des 70. Jahrestags, gedacht. Auch dort ist die Befreiung nicht durchgeführt worden mit Flugscharen oder was weiß ich was, sondern von einer kampfkräftigen Armee. Und da schlägt es schon fast den Boden aus, dass, wenn wir sehen, wie momentan der französische Präsident Hollande und unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel versuchen, eine Friedenslösung für die Ukraine zu bekommen, von Ihnen der Vorschlag kommt, dass Putin zum 70. Jahrestag des Kriegsendes hier vor diesem Haus reden soll. Das schlägt wirklich im Fass den Boden aus und zeigt, dass Sie nichts gelernt haben aus der Geschichte. Im Gegenteil, dass Sie so wie Ihre Vorgängerparteien nach wie vor hier als fünfte Kolonne Moskaus zu bezeichnen sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Rednerin erteile ich das Wort der Abgeordneten Katharina Dröge, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.